Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Mir in der Kante Live Zap Projekt. Ja, wir waren jetzt da auf der Messe und jo. Ah, das Telefon klingelt schon wieder. Hallo. Guten Darm, ihr zwei. Ja, Herr, guten Tag. Ich bin hier oben an Ihrem Hof mit 30 Liter Silage. Jetzt müssen wir umdrehen, oder was? Ja, wo willst du sonst hin, Junge? Wo soll ich denn die Scheiße abkippen? Ja. Wart, wir kommen, Herr Kollege. Ihr müsst ja jetzt zu zweit kommen, es kann ja auch nur einer von euch kommen. Ja, ne, wir sitzen hier gerade im Träger, so, das ist toll. Seid ihr sozusagen ein kleines Paar, oder was? Nee. Hof, so weit ist es nicht. Ja, also, bis gleich. Natürlich. Und hatten Sie gerade auch hinten so ein ganz kleines Schlagloch? Ja. Oh Gott. Es gibt wieder schön Geld. Ja, auf jeden Fall. Ich werde mir natürlich vorbildlich notieren, wie viel er mit der ersten Fuhre abgibt. Uiuiuiui. Alles gut. So, ach du Gott, du wolltest mal kurz zurück. Herr Anton? Ja? Wie viel haben Sie geladen? 30.000 Liter. 30.000 Liter haben Sie geladen? Warten Sie, ja. Ich notiere mir das kurz in mein Notizheft, um alles richtig zu rechnen. Also, wir werden auf jeden Fall ein paar Mal gefahren worden. Ich kann heißt, wie Sie wollen dafür 30.000 Euro für diese 30.000, oder? Ja, am besten rechnen wir es am Ende ab. Die gesamte Summe. Ist klar. Ja, BGA sagt ja, ich darf abladen. Ja, dann würde ich sagen, machen Sie das ruhig mal. Also ich will auf jeden Fall noch mal ein paar Mal hier hinkommen, so ist es nicht. Ja, also das sind die ersten 30, also sagen Sie ruhig immer, wenn Sie was abladen, weil ich muss mir das merken und dann notieren, damit ich Ihnen den korrekten Betrag gebe. Ja, das neue Gemeindegebäude wurde auf Held 54 Ja, no. Habt ihr gesehen? Neues Gemeindegebäude. Mensch, ja. Da müssen wir irgendwann mal vorbeikommen. Oder fahre ich jetzt mal schnell vorbei und lade ich auf. Also jetzt die ersten Liter erstmal drin. Das glaube ich auch auf dem Weg zu unserem Feld jetzt wieder. Jo. Dann sehen wir uns. Jo. Ciao, ciao. Ja. Willst du fahren? Mir egal. Ja, komm, fahr du mal ein bisschen hier. Neue Gemeindegebäude. Es lag doch auf der Strecke zu unserem Feld, ne? Lutz mir dort hin. Wo doch eben noch die Baustellen waren letztens. Da war ja noch am Anfang, oder? Ja, glaub, ja. Mhm. Was machen die jetzt eigentlich mit dem Alten? Was mit dem Alten? Ja, mit dem Polizeigebäude und das alte Gemeindegebäude. Ach so, weiß ich nicht. Da könnten wir eigentlich unser Büro hinstellen. Ja, unser Managementbüro für unser Unternehmen hier. Ja, wir expandieren. Wir haben ja schon bald 3000 Mitarbeiter. Ja. Jo, was machen Sie eigentlich heute noch am Feierabend? Hallo, das ist eine sehr gute Frage. Frag mich sowas doch nicht um 13.50 Uhr. Haben doch gerade erst angefangen. Wir haben doch ein bisschen ausgeschlafen gehabt, oder? Ja. Gott, ich muss ja sagen, finde schon gut, wenn das Gebäude hier weg ist. Das macht schon die Umgebung hier ein bisschen unschön. Mhm.
Also irgendwie hat der komische Kollege da vom John Deere ein bisschen wenig Leistung. Oder kommt man nur so vor? Oh, upsala. 185 PS sollten das aber sein. Ja, dann kommt es mir nur so vor. Ups. Ach du Gott, die Schlaglöcher, ne? Ja. Eieiei. Der Herr Ass. Ach du Gott, was macht der denn? Haben Sie das gesehen, du? Ja. Ach du Gott, oh Gott, was macht der denn? Ach du je, das darf man doch hier nicht. Also ehrlich. Na, das habe ich nicht gesehen. Tschüss. Ja, ich glaube, wir müssten langsam mal hier die Polizei darauf aufmerksam machen, wie das wie der Fahrstil von dem Herrn ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hier irgendwo ganz unten sollte es sein. Ach guck mal, da vorne ist glaube ich auch der Müller wieder, ne? Ja, genau. Ich sehe doch kein Gebäude. Ah, doch, doch, doch. Wo? Ja, weiter geradeaus auf der Straße erstmal. Haben Sie so kleine Schlaglöcher? Ja, ich würde hier jetzt abfahren. Du eine oder was? Mhm. Oh, 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 das ist aber mal idyllisch hier. Ja, auf jeden Fall. Ah, das ist ja fast das gleiche Gebäude wie vorher, ne? Das Konzept hat Ihnen wohl gut gefallen. Der Herr Müller da vor mir. Ja, grüß Gott. Hallo. Grüß Sie. Mensch, das ist ja, neue Gebäude, ne? Gemeindegebäude. Hier ist halt schön aus. Sieht aus wie das alte. Wow. Ja, aber die Einfahrt und so, das ist jetzt ein bisschen besser. Ich muss auch ehrlich sagen, hier sind auch weniger Schlaglöcher als vorher. Das läuft wirklich zu Oi. Ja, sieht hier eigentlich sehr gut aus, muss ich sagen. Hat was passiert denn jetzt mit dem alten Gebäude? Das abgerissen. Ah, ach so, Sprengung. Dann müsste ich auch gleich mal mit Ihnen reden, Herr Huber. Ja. Müsste ich gleich mal reden, weil wir das da. Das wird schön, das Feld wieder gerade zu planieren, ne? Wird nicht, ne? Das wird Stellplatz für den Händler. Ah, ach Gott, wie viel brauchen der? Nee, kann der das ja eigentlich so. Komplette Fläche oder was? Aber jetzt das eigentliche Gemeindegebäude drauf steht, das ist ach alte. Ach so, ja dann. Das wird so stöffelig. Ja. Guten Tag miteinander. Okay. Hallo, wo ich denn jetzt hier? Alles klar. Herr Voll? Ha? Runde gelaufen. Können Sie mich und Andreas eventuell zum alten Gemeindegebäude fahren? Bin die Fahrzeuge. Ich hätte noch nichts. Da habe ich ein Problem, das Fahrzeug. Mein Träger, er hat einen Einsitzer. Herr Ludwig? Lege. Ja. Ludwig, kommen Sie mal mit. Achso, ich spreche den falschen. Ja, Moment, ja, ich komme direkt. Moment, wo sind Sie nochmal? Herr Huber? Ja. Könnten wir kurz sprechen? Wenn wir die Fahrzeuge gefahren haben, dann ja. Okay, können Sie sich da melden? Ja. Ja, perfekt. Wir können einfach hier warten dann. Die Buchhaltung. Los, ich warte dann hier. Habt ihr schon mal mein neues Büro rausgesucht? Nee. Wo ist denn der Herr? Gemeinderat, ja, Bürgermeister. Heuer in Schneekaffee. Das ist ja wohl mein Stellplatz wahrscheinlich, ne? Ach, ich hol mir jetzt einmal erst einen Kaffee. So, magst du an, Herr Ludwig? Oh, mein Rücken, Alter. Ja, voll die Auswahl, was man hier trinken will. Nee, Kaffee. Kaffee oder Kaffee? Alter, ja, wir hatten den Staubsauger hier hinter die Pflanze gestellt, ey. Schöner Kaffee gönnen. Schönen Blick hier auf den Innenhof. So, ich setze mir jetzt einmal da auf den Chefsessel. Kann man mal hier unser Feld sehen? Warum wachsen die Bäume aus dem Klo? Was haben Sie denn schon wieder geraucht? Nee, guck mal, Junge.
Das muss ich Ihnen. Hey, Alter! Was ist denn das hier? Das soll so eine gebaut sein, damit man sich mehr entspannen kann, oder? Ja, das ist. Ich muss sowieso einmal kurz aufs WC. Eine Wohlfühl-Oase ist das. Wo ist eigentlich das WC-Darm hier? Da musst du rübergehen. Nee, ich nicht. Oh, ich muss kurz scheißen, ey. Hallo! Ach so, ja, das ist. Ey, mach die Tür zu! Tut mir leid. Du Affe. Ah. Oh. Sauerei. Also. Entschuldigung, keine Ahnung. Sorry. Kinderwaschen, Kollege. Junge, stinkt das, Alter. Was hast du gegessen, ey? Hallo. Warst du nicht dabei beim Chili-Eintopf letztens? Boah, nee, ey. Von der Olga konnte ich es mir echt nicht mehr geben, den Chili con Carne. So. Also. Ich geh mal zu. Ich hänge in den Scheiß. Ey, ich brauch's nicht. Also, ich sag ja, sie sollten da ein bisschen mehr Sport treiben. Ich treib die gleich mal mehr Sport. Hast du dann noch den. So, ich geh jetzt noch einen Kaffee trinken und dann chill mal ein bisschen. Voll. Ja. Wo geht's denn? Ja, das bringt nichts, wenn sie dem Polizeiwagen hinterherlaufen, Herr Müller. Echt? Nein, ja, ich wollte noch kurze Runde zu meinem Traktor laufen. Mensch, schön mittig geparkt natürlich wieder, ne? Guck mal, wir haben vorbildlich eingeparkt. Gott, wer macht denn eigentlich so ein Ding in Weiß? Oh ja, Bauhof! Ich würde sagen, ab in unseren schönen Johnny. Hallo, bitte raus hier. So, ich dachte, sie fahren mich. Ich dachte, sie gehen jetzt hier mal. Fahrgemeinschaft Ludwig. Ja, dann müsst ihr aber noch auf ihren Schoß, der... auf dem Schoß will ich nicht. Mach die Tür zu. Ja. Tschüssi, zwei Lümmels. Hallo, Ludwig. Sehr gut. Tschüss. Ludwig? Ja, das ist mein Name. Da ist ein bisschen leicht heute gegen die Türkanten gelaufen. Bleib mal stehen. Fahr schnell. Bleib mal stehen. Nee, komm. Sei froh, ich seh dich nur mal oben am Hof. Uiuiui. Bleib mal stehen. Mit Drohnen. Bleib mal stehen. Okay, komm, bleib mal stehen hier. Hey, du Vogel. Komm, also seid's, komm. Ja, er ist wohl gegen den Baum gerannt, Junge. Ja, tschüss. Tschüss. So, ey, Bro. Ja, was ist... So, dann werden wir heute wieder nicht fertig mit dem Dreschen, Alter. So. Irgendwer nuschelt da ins Telefon. Ich muss einmal kurz den Herrn Müller anrufen. Nein, muss ich nicht. Nee, aber leider wird's ja nicht gesprengt, ne? Also das alte Gebäude. Na, schon. Wäre schon schön gewesen, so eine Sprengung hier mal wieder zu sehen. Mhm. So, wie voll ist denn der Drescher? 39%. Und ich während der Fahrt abtanken, ist doch gut. Ist leer. Sehr gut. Dann, ja. Der ist jetzt auch schon so gut ein Viertel gefüllt, unser Anhänger hier. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ernte hier. Mhm. Schönes Geld.
So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, die Folge, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Schreibt gerne einen netten Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.